In diesem Abschnitt geht es um den Propheten sallallahu alaihi wasallam, Allahs Segen und Frieden auf ihm, um seinen Namen, seine Abstammung, seine Lebensdauer und etwas um seinen Aufruf. Und das ist die dritte Grundlage, die Kenntnis über euren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist Muhammad ibn Abdullah, ibn Abd al-Muttalib, ibn Hashim, und Hashim ist von Quraysh, von den Arabern. Und die Araber stammen von der Nachkommenschaft Ismails, ibn Ibrahim, der Frieden und Segen seien auf ihm und auf unseren Propheten. Er lebte 63 Jahre, 40 Jahre davon vor der Prophetenschaft und 23 Jahre als Prophet und Gesandter. Zum Propheten wurde er durch Lis, Iqra, und Gesandter wurde er durch Al-Mudathir. Sein Geburtsort ist Mekka, und dann wanderte er nach Medina aus. Die Zeit seines Prophetentums besteht aus zwei Abschnitten. Seine Zeit in Mekka, und diese dauerte 13 Jahre, und die Zeit in Medina, und diese dauerte 10 Jahre. Frage: Ist er, alaihi salatu wassalam, der Frieden und Segen seien auf ihm, ein Prophet oder ein Gesandter? Er ist ein Prophet und ein Gesandter. Zum Propheten wurde er durch Lis, durch Iqra, also die Herabsendung der Sura Al-Alaqa. Und zum Gesandten wurde er durch die Herabsendung der Sura Al-Mudathir. Ein Überblick über sein Leben. Der Aufruf beziehungsweise die Da'wa des Propheten a.s. war in der mekkanischen Zeit hauptsächlich dem Tawhid und dem Warnen vor dem Götzendienst gewidmet. Und dass nur Allah subhanahu wa ta'ala mit Recht angebetet wird. Der Aufruf in Mekka dauert 13 Jahre, bis ihm die Auswanderung nach Medina anbefohlen wurde. In Medina gehörte zu den Hauptlehren des Propheten a.s. ebenfalls der Tawhid und zusätzlich alle weiteren Riten der Religion in Bezug auf bestimmte Gottesdienste, Verhaltensregeln und auf das Leben bezogene Themen. Derjenige, der über das Leben des Propheten a.s. nachdenkt, stellt fest, dass er sein ganzes Leben bis zu seinem Tod dem Aufruf zum Islam widmete. Die Tatsache, dass der Prophet sein ganzes Leben dem Aufruf zum Tawhid widmete, ist eine klare Widerlegung gegen jemanden, der nicht den Tawhid erlernen möchte und die Menschen davon abhalten will oder behauptet, es genügen ein paar Minuten, um den Tawhid zu erlernen. Allah subhanahu wa ta'ala entsandte ihn, damit er vor dem Schirk warnte und zum Tawhid, zum Monotheismus aufruft. Der Beweis dafür ist das Wort des Erhabenen. O du Zugedeckter, stehe auf und warne, und deinen Herrn den preise als den Größten, und deine Gewänder die reinige, und die Unreinheit des Götzendienstes die meide. Und halte nicht deinen Verdienst vor und halte ihn nicht für zu groß. Und ertrage standhaft alles für deinen Herrn. In Sura Al-Mudathir, Vers 1 bis 7. Die Bedeutung von stehe auf und warne ist: Warne vor dem Götzendienst, also vor dem Schirk, und rufe zum Tawhid, zum Monotheismus auf. Und Allahs Aussage: Und deinen Herrn den preise als den Größten, bedeutet: Verherrliche ihn mit dem Tawhid. Und Allahs Aussage: Und deine Gewänder die reinige, bedeutet: Reinige deine Taten von dem Götzendienst. Und Allahs Aussage: Und die Unreinheit des Götzendienstes die meide, bedeutet: Mit der Unreinheit sind die Götzen gemeint. Und mit meiden ist gemeint, diese zu verlassen und sich von ihnen und von ihren Anhängern loszusagen. Dafür brauchte er 10 Jahre, um zum Tawhid aufzurufen. Und nach diesen 10 Jahren ist er zum Himmel emporgestiegen, wo ihm die 5 täglichen Gebete zur Pflicht gemacht wurden.
Dann betete er 3 Jahre lang in Mekka, bis ihm die Auswanderung nach Medina anbefohlen wurde. Aus den Worten des Verfassers, er ist zum Himmel emporgestiegen, entnehmen wir zum einen zu den verborgenen Angelegenheiten, die uns der Prophet a.s. Kunde gab, sagen wir, wir glauben daran, bestätigen diese und nehmen diese hin, ohne daran zu zweifeln. Und zweitens die Wichtigkeit der Pflichtgebete, da Allah gepriesen sei er, diese dem Propheten im Himmel zur Pflicht machte.